Hier in der Tippiti-Schule zu tragen, hat die Bewegung während dem Unterricht einen höheren Stellenwert. Mit dem weichen, elastischen Federboden von Kibun werden die Schüler animiert, dass sie einen Teil des Unterrichts stehend verbringen. Es gibt Abwechslung, es macht den Arbeitsalltag vielseitiger. Es macht uns mehr Spass, um hier zu arbeiten, weil wir einfach manchmal sitzen, manchmal stehen. Also, wir würden nicht nur stehen, aber einfach manchmal stehen, manchmal sitzen, das tut gut. Das Stehen und sanfte Vibrieren auf dem Keybounden kommt bei den Schülern gut an. So können sie sich körperlich leicht betätigen, ohne dass es die anderen stört. Ich bin auch gerne in Bewegung. Man steht ja nicht auf der Matte am gleichen Punkt. Und man tut sich eigentlich auf der ganzen Matte bewegen. Auch die Lehrer sehen in der neuartigen Form des Unterrichts klare Vorteile. Also ich merke, dass die Schüler beim Arbeiten gerne aufstehen. Sie bewegen sich ein bisschen, ich merke, dass es wie besser arbeiten ist. Also besser arbeiten in Bezug, man kann ein bisschen länger dranbleiben, sie liegen nicht gerade an und werden müde oder schlafen. Und so. Da merke ich so ein bisschen eine Veränderung. Und so begründen die Schüler selber, wieso dass sie gerne auf dem Keybounden stehen. Ich finde es etwas Leses, weil du auch mit dem Rücken entspannen eigentlich und die Matten sind sehr bequem. Ja, es ist angenehm so zu arbeiten. Der Halt ist einfach besser auf der Matte und ja, sie sind einfach mega bequem und sie haben da viel durch. Weil es gut ist für den Körper, ich tue gerne stehen statt sitzen, weil im Sitzen kriege ich sehr viele Rückenprobleme und ja, ich tue sehr gerne stehen. Es macht Spass, im Stuhl zu arbeiten. Mit dem Keybounder wird die Aufrechthaltung gefördert, der Rücken entlastet und gestärkt. Das merken insbesondere auch die Lehrkräfte, die bereits an Rückenbeschwerden leiden. Ja, meine Erfahrung ist einfach, ich hatte vor ein paar Jahren eine Rückenoperation. Und ich merke einfach, dass für mich persönlich das sehr gut tut, wenn ich im Stuhl auf dieser Matte arbeiten kann. Mit Bewegung will man an der Tippiti-Schule zu tragen verhindern, dass die Schüler eine Schonhaltung einnehmen, Muskeln verkümmern und Verspannungen entstehen. Die Keybounder ist ja ein Teil von unserem Konzept. Ein anderer Teil sind unsere Stühle, die wippen, trüllen, wo man damit fahren kann und so weiter. Auch Griff beim Eingang und so weiter, die Klettergriffe. Wir haben gemerkt, wenn die Schüler sich ein bisschen bewegen während der Schule, sind sie viel ruhiger, viel konzentrierter. Also Bewegung tut wie so ein bisschen den Drang, den Energiedrang eigentlich ableiten. Dank dem abwechslungsreichen Unterricht sind die Schüler aufnahmefähiger und bringen mehr Ruhe ins Schulzimmer. Das trotz mehr und qualitativ wertvoller Bewegung während dem Arbeiten am Stehpult.